Hallo und herzlich willkommen zum 7. Video in der Review-Woche. Guckst du zeitgleich? Schön, dass du da bist. Zum letzten Video guckst du nicht zeitgleich. Du findest unter dem i einen ganzen Ordner mit allen Videos der Woche. Vielleicht hast du ja Bock, da mal reinzuschauen. Und wir sprechen heute über das Balea Expert Produkt und der Azelen Booster. Da gab es ja vorhinweg schon so einen kleinen Skandal, aber das hat ja die Shen ja schon so richtig gut aufgelöst. Es ging darum, darf DM mit Azelen werben, obwohl nur ein Derivat enthalten ist. Steht ja nur Azelen drauf, Azelensäure steht nicht drauf. Und das Derivat wurde verwendet, um das Produkt ein bisschen hautfreundlicher zu machen. Denn Azelensäure kann für viele Hauttypen auch ein bisschen aggressiver sein. Auf meiner Haut tut Azelensäure nicht ganz so viel. Ich habe ja schon das ein oder andere Produkt getestet. Es ist halt so, wenn du eine Hautkrankheit hast, gehst du eh zum Hautarzt und kriegst vom Hautarzt Azelensäure verschrieben. Aber das kann halt noch so ein kleiner Zusatz sein, wenn du es verträgst. Denn es ist wirklich wichtig, dass du auf deine Haut achtest, und wenn die reagiert, dann solltest du das Produkt absetzen. Ich habe zwei Reaktionen unter dem Produkt gefunden. Eine negative, die blende ich euch jetzt ein. Und die Dame hat eine richtig krasse Hautreaktion auf das Produkt gehabt. Und in dem Fall musst du das natürlich absetzen. Ne? Also du schadest dir ansonsten nur. Und eine richtig gute Reaktion, die wirklich positiv über das Produkt schreibt. Und diese positive Erfahrung habe ich halt auch. Ich habe von verschiedenen gehört, dass sie das ein bisschen störend empfinden, dass das Produkt klebt. Bei mir klebt da gar nichts. Das Produkt zieht unwahrscheinlich gut weg. Ich hätte es echt nicht gedacht, da das ja ein bisschen flüssiger ist. Und ich mag inzwischen flüssigere Produkte echt lieber als gelige. Denn ihr habt bei geligen Produkten immer das Problem, das kann euch vom Gesicht runterrollen. Und das zieht bei mir in die Haut wunderbar ein und wirkt auch ein bisschen beruhigend. Also da habe ich nicht so den Fokus jetzt auf die Azelensäure selber, sondern auf die Kombination, die recht hautberuhigend wirkt. Wir haben hier aber auch Milchsäure enthalten. Und was ich richtig gut finde, ist, dass DM eben den Hinweis gibt, bitte mit Sonnenschutz das Ganze verwenden. Was ich so oder so mache, wisst ihr ja, ich teste ja auch Sonnenschutz und das ist ja ein fester Bestandteil. Ich trage mir morgen jeden Morgen Sonnenschutz auf, auch wenn es regnet. Was ich richtig toll finde, ist, dass man eben das so leicht auftragen kann. Ich liebe das Fläschchen, das hat irgendwie so einen medizinischen Effekt. Also ich mag das total gerne. Man hat gleich das Gefühl, irgendwie so was Hochwertiges in der Hand zu haben. Dieses Braunglas erinnert mich so eben an medizinische Produkte. Und als man noch Veleda verwendet hat, war ja auch immer so dieses Glas und das Braun. Und das hat so ein bisschen was Gesundes übertragen, finde ich. Und das tut das bei mir irgendwie auch. Ich nehme es auch echt gerne in die Hand. Wir haben hier wie immer 30 Milliliter. Das ganze Produkt ist vegan, ohne Mikroplastik. Wobei diese Betitelung, da musst du auch ein bisschen aufpassen. Das wird inzwischen auch ein bisschen zweckentfremdet. Denn Mikroplastik ist nicht ganz so einfach zu erklären. Ja, also mit Azelensäure habe ich auf meiner Haut nicht so die mega großen Erfolge, muss ich sagen. Also das tut bei mir halt einfach nichts, weil ich eben eine Mischhaut habe in Richtung fertig, große Poren. Ich bin 44 übrigens, dann kannst du ein bisschen abschätzen, wie das bei mir funktioniert. Und jemand mit einer fettigen Haut, der verträgt ja meistens ein bisschen mehr. Und so wie ich dir jetzt auch gesagt habe, wenn du auf dieses Produkt reagierst, dann musst du es absetzen. Ne? Also das ist ganz wichtig. Ich empfehle meistens immer noch, wenn man nicht wirklich sofort absetzen möchte, ja, eigentlich generell sollte man es absetzen. Und wenn man es nochmal mit dem Produkt probieren möchte, das Produkt beispielsweise nicht täglich anwenden, ab und zu anwenden und einfach gucken, wie die Haut reagiert. Reagiert die Haut wieder extrem, sollte man es wirklich lassen. Ne? Kennst du das Produkt? Hast du andere Erfahrungen wie ich gemacht? Schreib das
gerne unten in die Kommentare. Ich melde mich an der Stelle wieder ab, bedanke mich bei dir fürs Einschalten, gib diesem Video gerne einen Daumen nach oben, guck gerne mal in der Playlist vorbei, falls du die noch nicht gesehen hast. Ich melde mich ab, sag danke fürs Einschalten, bis zum nächsten Mal, tschüss!